fix. Es gibt ein großartiges Ergebnis. Es ist. Ermöglicht werden. Aber im Parlament hat es einen Antrag. Wir berichten hier ausschließlich über die Ergebnisse der EU-Wahl 2014 aus dem Burgenland. Dabei erhielt die ÖVP 31,1% der Stimmen, das ist ein Minus von 0,12%. Die SPÖ erhielt 33,6%, ein Minus von 0,31%. Die FPÖ gewann 6,88% dazu und hält nun bei 18,3%. Die Grünen erhielten auch um 3,17% mehr und haben nun 7,7% der Stimmen. Die Neos erhielten von 0 auf 4,7%. Die anderen Parteien hielten jeweils darunter und werden auch keinen EU-Abgeordneten stellen. Herr Landeshauptmann-Stellvertreter, was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Ich bin deswegen zufrieden, weil wir mit hoher Wahrscheinlichkeit die höchste Wahlbeteiligung von allen Bundesländern haben. Unsere Kandidaten haben sich hervorragend geschlagen. Patrick Fazekas hat +12% in Neutal dazu gewonnen. Unsere Karina Tata hat in Magdneu-Hodis +7% dazu gewonnen. Also man sieht, dort, wo die Jungen im Einsatz waren, da haben wir auch dazu gewinnen können. Das ist ein großartiges Ergebnis und ich freue mich, dass die ÖVP die Partei der Jugend ist. Und was bedeutet dieses Ergebnis persönlich für Sie? Das ist eine Bestätigung meines Kurses. Wir haben begonnen mit einer Urabstimmung, die hervorragend ausgegangen ist. Jetzt haben wir einen jugendlichen Kandidaten mit 24 Jahren ins Rennen geschickt und der hat Hervorragendes mit seinem Team geleistet. Er ist ein großartiger Netzwerker, hat viele Jugendliche mobilisieren können und ich glaube, das ist der Trend und der Weg, den die Volkspartei im Burgenland auch in den nächsten Jahren gehen wird. Herr Landeshauptmann, Stellvertreter, danke für die Interview. Ja, gerne, gerne. Was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Ja, ich freue mich natürlich sehr, ein großartiges Ergebnis. Es ist sehr viel Bewegung gewesen in den letzten Wochen, dank sehr vielen Unterstützerinnen und Unterstützern, sehr vielen Jugendlichen, die da engagiert unterwegs waren und ich glaube, wir können uns freuen. Und was bedeutet dieses Ergebnis persönlich für Sie? Ja, dass man also einerseits als Junge auch Verantwortung übernehmen kann. Ich habe mich sehr gefreut, damals im Jänner, wie der Franz Steindl mich gefragt hat, ob ich das machen will. Wir als junge ÖVP haben gesagt, ja, wir gehen an das Projekt jetzt an und haben uns die letzten Wochen ordentlich ins Zeug gelegt und sehr, sehr viele Junge, die uns unterstützt haben, dass wir dieses Ergebnis einfahren haben können. Herr Landeshauptmann, was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Von Seiten der burgenländischen Sozialdemokratie sind wir mit dem Wahlergebnis zufrieden. Wir haben annähernd das gleiche Wahlergebnis wie bei den letzten EU-Wahlen. Wir sind die Nummer 1 im Burgenland. Die burgenländische Sozialdemokratie ist vom Prozentsatz her die stärkste Sozialdemokratie in Österreich. Nach dem Sieg bei den Arbeiterkammerwahlen vor wenigen Monaten und dem jetzigen guten Ergebnis bei den EU-Wahlen schauen wir sehr optimistisch in die Zukunft. Was bedeutet dieses Ergebnis persönlich für Sie? Für mich persönlich ist dieses Wahlergebnis, die Nummer 1 im Burgenland zu sein, ein Ergebnis der Arbeit, die hier gemacht wurde. Wir haben die EU-Gelder sehr effizient eingesetzt. Es sind neue Arbeitsplätze entstanden. Die Menschen haben das honoriert. Und deswegen denke ich mir auch persönlich, der burgenländische Weg, den wir in der Vergangenheit gegangen sind, das war der richtige. Herr Landeshauptmann, danke für die Interview. Immer noch einmal. Was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Es ist ein sehr knappes Ergebnis. Die Burgenländerinnen und Burgenländer haben gewählt. Sie unterstützen diesen EU-Kurs. Wir werden wieder stimmenstärkste Partei im Burgenland sein. Und damit ist die Unterstützung für die Sozialdemokratie im Burgenland gegeben. Was bedeutet dieses Ergebnis persönlich für Sie? Es war ein sehr interessanter Wahlkampf. Ich habe viele Menschen, Bürgerinnen und Bürger kennengelernt und konnte erfahren,
wo die Probleme liegen, die Herausforderungen liegen, mit was sie zufrieden sind und mit was sie nicht zufrieden sind. Und daher ist es für mich immer ein gutes Ergebnis. Ich habe von den Menschen da draußen profitiert und ich möchte auch weiterhin mit ihnen gemeinsam Europa leben. Das ist ja unglaublich. Eugen Freund, also... Jawohl! Von 7,4%. Herr Tschutz, was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Ja, der klare Sieger ist die Freiheitliche Partei. Und was mir besonders gefällt, ist, dass unser Spitzenkandidat Herbert Schütz ein Ergebnis mit uns, mit dem Team erreicht hat, das im Burgenland aus meiner Sicht sensationell ist. Das heißt, wir haben das Nationalratsergebnis sogar übertroffen. Und was bedeutet dieses Ergebnis persönlich für Sie? Damit zeigt es, dass wir gut unterwegs sind, ein gutes Team haben. Und daher freue ich mich auch schon auf die nächsten Wahlen und die nächste Wahl wird die Landtagswahl sein. Herr Tschütz, danke schön. Herr Schütz, was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Also ich bin hoch erfreut. Ich finde es sensationell. Es hat sich ausgezahlt, dass wir 4 Wochen lang gelaufen sind und vor allem die letzten 2 Wochen uns wirklich Blasen an die Füße geholt haben. Ich bin stolz auf mein Team. Und was bedeutet dieses Ergebnis für Sie persönlich? Ja, für mich persönlich ist es eine große Bestätigung, dass sich ein Satz eben auch auszahlt und eine Motivation für die nächste Wahlkampagne im nächsten Jahr bei den Landtagswahlen. Herr Hofer, was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Ein tolles Ergebnis für uns. Wir haben sehr, sehr stark zugelegt. Und für uns ist dieses Wahlergebnis eine gute Basis für die Landtagswahlen im Burgenland. Ich gehe davon aus, dass wir weiter massiv zulegen werden. Wahlen sind schon ausgezählt. Was sagen Sie zu diesem Wahlergebnis? Ich bin hoch erfreut. Wir haben das beste Ergebnis, das wir für die Grünen jemals eingefahren haben. Und auch im Burgenland haben wir natürlich ein spezielles Highlight, weil wir mit dem Michel Raimond einen wirklich kompetenten Europapolitiker aus dem Burgenland nach Brüssel schicken können. Und was bedeutet dieses Ergebnis für Sie persönlich? Also es zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Inhaltlich, wir haben einen Inhaltswahlkampf geführt mit sehr klaren Themen im Klimaschutz, im Kontrollbereich, in der Transparenz, aber auch bei Menschenrechtsthemen. Und es zeigt, dass wir näher an die Menschen rankommen. Und das ist natürlich ein großer Auftrag für die Landtagswahl 2015. Und die, wann startet ihr mit den Landtagswahlen? Nun, wenn alles nach Plan geht, sind sie im Frühjahr 2015. Und wir bereiten uns jetzt natürlich schon darauf vor. Schauen wir mal. Ich danke Ihnen für die Interview. Dankeschön.